Hallo, willkommen im Türchen von Die Konferenz der Tiere. Ich bin Nader und ich spiele Oscar der Elefant. Wir bemühen uns für eine nachhaltigere Zukunft und eine nachhaltigere Welt. Deswegen haben wir jetzt 4 Tipps für euch, wie ihr euer Weihnachtsfest, wie schon gesagt, nachhaltiger machen könnt. Ich als Elefant esse sehr gerne und deswegen ist mein Tipp für diese Weihnachten, kocht doch euren Liebsten was Schönes und guckt dabei darauf, dass die Sachen nicht verpackt sind, saisonal sind und aus der Region. Gute Sachen findet ihr da auf dem Markt oder im Unverpacktladen, der auch hier in Karlsruhe ist. Jetzt aber geht mal weiter zu Paula, der Eisbären. Sie zeigt euch das Nächste. Hallo, ich bin Laura. Ich spiele in dem Stück Die Konferenz der Tiere die Eisbärin Paula. Und ich sitze hier gerade in der Maske und ich rühre mir gerade ein Lippenpeeling an. Das ist total leicht, da gibt es richtig viele gute Rezepte im Internet. Also ich habe jetzt mal das Leichteste genommen. Da braucht man braunen Rohrzucker, ein bisschen Honig und ein bisschen Olivenöl noch dazu. Das mache ich noch rein. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche, auch wenn ihr nicht so Lust auf Honig oder Zucker habt, dann gibt es da auch noch ganz andere. Dann verrührt man das so ein bisschen und dann hat man ein nachhaltiges, selbstgemachtes Lippenpeeling. Und das kann man auch mit ganz anderen Kosmetika noch machen, mit Cremes oder Trockenshampoo oder generell Shampoo oder so. Und das ist eine gute Möglichkeit, das zu verschenken und dann das in so ein kleines Glas oder so machen. Und dann hat man ein schönes Geschenk für seine Freunde oder Familie. Genau. Und dann könnt ihr ja mal schauen, was jetzt hier der Leopold macht, was der verschenken möchte. Hi, ich bin Konstantin und ich spiele Leopold, die Giraffe. Und wenn ihr etwas im Sinne der Nachhaltigkeit schenken wollt, dann könnt ihr zum Beispiel einfach ein leeres Einmachglas schenken. Da kann man zum Beispiel Nudeln reinmachen oder Müsli. Vielleicht haben eure Großeltern auch noch ein altes, das ihr dann noch schön verzieren könnt. Und dann schaut doch einfach mal, ob ihr zu Hause ein schönes Stofftuch oder so einen Tischläufer habt. Und anstatt es zu verpacken, wickelt ihr das Ganze einfach in ein schönes Tuch ein. Und sucht euch einen schönen Platz dafür. Und jetzt im letzten Raum wird euch noch der König der Tiere, der Löwe Alois, der Textlernende, eine letzte Geschenkidee mit auf den Weg geben. Ich bin Nico und ich spiele den Löwen in der Konferenz der Tiere. Wenn ihr keine Lust habt auf materielle Geschenke, so könnt ihr auch für jemanden etwas spenden, zum Beispiel für die Arche Kinder Jugend e.V. hier in Karlsruhe oder die Bahnhofsmission oder zum Beispiel die Initiative Keine kalten Füße. Wir freuen uns indessen auf die nächste Vorstellung von der Konferenz der Tiere und wünschen euch eine frohe Adventszeit.